Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Das letzte Mal, als wir aufgehört hatten, waren wir noch bei Minecraft, waren wir noch in der Höhle da hinten. Und jetzt sind wir quasi, wir erstrahlen in einem neuen Glanz, während sich die Sonne dort hinten dem Horizont neigt. Und jetzt ist es Zeit, nach Hause zu kehren. Wir haben noch allerlei Krams dabei, aber ihr seht schon, ich habe schon so ein bisschen aussortiert. Ich habe währenddessen nicht nebenbei quasi so ein bisschen schon mal an der Welt rumgefuchtelt. Also ich habe jetzt nichts Ernsthaftes geändert, aber ich habe so ein paar Kleinigkeiten schon mal erledigt, wie zum Beispiel das Eisen mal auf den Grill gelegt, das Gold auf den Grill gelegt und so weiter und so fort. Das habe ich schon mal gemacht. Oh, hey, Spider-Man! Habe ich einfach nur gemacht, um ein bisschen Zeit zu sparen, um jetzt gleich loszulegen. Ich habe so einiges geplant, ich habe mir die Welt so ein bisschen angeguckt, habe ein paar Ideen ausgearbeitet. Ich denke, das sollte einem Offscreen doch noch ein Stück weit gegeben sein. Und ihr seht schon, das Wasser sieht immer noch so grau und trist aus und darunter sieht es noch hässlicher aus. Das liegt einfach daran, dass Optifine zusammen nicht mit dem NPC-Patcher sozusagen funktioniert. Misas Texture Pack, das was wir jetzt hier wieder benutzen, setzt allerdings, ach du heilige Scheiße, setzt allerdings den MC-Patcher voraus. Ja, das ist das Problem. Deshalb sieht es hier noch ein bisschen failed, sag ich mal, aus. So, wir holen uns da hinten gerade mal ein bisschen die Creeper, ne? Warum denn nicht? Headshot. So, und dich auch noch. Pam! Und dich doch sowieso, mein kleiner Creeper-Freund. So, hier mal ein bisschen Schießpulver und den ganzen Käse. Und da ist ein Enderman. Zwei Stück sogar. So, komm her. Ich geb dir, was du brauchst, Endermännchen. Und du kriegst auch, was du willst. Nämlich den Tod. So. Ach, noch ein Creeper. Meine Fresse, was ist hier denn los? Ich wollte mich jetzt eigentlich nicht durch die Nacht prügeln. Sondern eigentlich... Hey. Eigentlich wollte ich ja mit euch jetzt nach Hause, aber irgendwie... Funktioniert das nicht so ganz. Was ist denn das, ein kopfloser Zombie? Alter, was ist hier denn los? Dem fehlt das Köpfchen, ich glaub's nicht. So, ich mach jetzt mal, dass wir nach Hause kommen. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, mich durch die Nacht hier zu prügeln. Sondern ich möchte dann schon bald loslegen mit dem, was geplant ist. Wie gesagt, einiges. Ich habe so ein paar Ideen ausgearbeitet. Na, jetzt... Blödes Vieh. Und die werden wir dann nach und nach... Alter, hier geht's schon wieder ab. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Haut ab. Stirb. Gut, du darfst rumlaufen, das ist kein Problem, aber die anderen nicht. So, ist hier irgendjemand, der uns was Böses will? Nein, gut, dann gehen wir mal hoch pennen, würde ich sagen. Gute Nacht, Welt. Und guten Morgen. So, wo fangen wir denn als erstes mit an? Ja, wie gesagt, ich hatte, ich habe mir einfach mal erlaubt, sage ich mal, hier den Kram schon auf den Ofen zu packen. Einfach, ja, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Ich fand das immer, also ich, wenn ich ein Let's Play gucke, finde ich diesen Part immer am langweiligsten. Also das heißt, Eisen auf den Ofen legen, das Zeug dann in eine Kiste reinsortieren. Ich meine, hier geht's jetzt noch, wir haben relativ alles nah beieinander, aber weiß ich nicht. Ich finde das immer am langweiligsten. Wenn es euch nicht passt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich ignoriere das dann auch gekonnt. Ist alles kein Problem. So, jetzt hauen wir mal noch ein bisschen Krams hier hinten in die Kiste. Schießpulver und das hier und das hier und haben wir noch was, was hier noch reinkommt? Ich weiß es nicht. Jetzt essen wir erstmal ein schönes Brötchen zum Morgen. Na. Na, iss, mein Freund, iss. So, Knochen haben wir noch dabei. Den können wir auch noch mit reinpacken und hier noch die Enderperle rein. Haben wir auch schon 10 Stück. Die nehme ich mal gerade mit, die brauchen wir nämlich gleich. So. Und das Zeug dann hier rein. Und ihr hört schon, ich habe auch die Playlist ein bisschen angepasst. Habe so einige Sachen rausgeschmissen. Andere Sachen wiederum reingeschmissen. Alles ganz famous, alles ganz toll. Ein paar neue Lieder habe ich mir geklaut sozusagen. Nein, natürlich nicht. Und ich habe jetzt schon häufiger die Frage bekommen, was ist eigentlich, wo ich die Lieder herhole, die ich hier benutze. Manche sind von Incompetech, also von Kevin MacLeod, diesem, wie nennt man das, Creative Commons, wie nennt man die nochmal, ich weiß es nicht, diese lizenzfreien Lieder halt einfach. Manche kommen daher, andere wiederum nehme ich einfach aus Playlists, nehme ich einfach aus Soundtracks von irgendwelchen Games, weil ich mit diesen Videos ja hier kein Geld verdiene. Ja, würde ich jetzt natürlich Geld verdienen und wäre ich Partner, wenn ich Geld verdienen würde damit. Und dann hätte ich wiederum eine Lizenz.
Auf Anfrage natürlich nur. So, jetzt habe ich den Kram dabei alles. Lalalala. Wir brauchen noch ein bisschen Cobblestone. Cobblestone. Ein bisschen Eisen. Und ein bisschen Redstone. Und Holz brauchen wir. Ach, scheiße, genau. Ich habe hier schon mal eine Axt gemacht, ne? Das habe ich alles schon vorbereitet quasi. Aus einem bestimmten Grund. Ich habe nämlich... Was zeige ich Ihnen jetzt zuerst? Ich habe hier unten noch... Wir werden uns jetzt in der nächsten Zeit öfters mal hier unten in dem Ding aufhalten. Wir gehen da gerade mal rein. Ich hoffe, da ist jetzt nichts Gefährliches gespawnt. Ich mache mal das Lied weiter, weil wir hatten eben schon mal Rondon. Oh, die Pornomucke, aber da kommt eine Spinne. So, die Spinne haben wir tot. Ich habe die Befürchtung, dass hier noch andere illustre Gestalten auf uns warten. Ich check hier gerade mal kurz die Lage. Gut, hier ist sonst nichts gespawnt. Das ist sehr schön. Wir müssen hier mal halt mal irgendwann noch Türen reinballern und sowas. Boah, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Hör auf! Penner! Ist das hier zu dunkel? Kann ich gar nicht glauben. Na, wir bauen hier sowieso bald um, aber dass es hier zu dunkel ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, ihr seht schon hier, ich habe hier... nur zur Sicherheit gerade mal... ich habe hier mal ein paar Vorbereitungen getroffen, und zwar habe ich auf diese Schilder hier ein paar Rezepte zum Brauen hingeschrieben. Also, wir haben hier den normalen, eine Wasserflasche ist gleich plus gewöhnliche Zutat, das heißt, gewöhnliche Zutat heißt eben ein Spinnenauge oder was du halt zum Brauen brauchst. Ergibt einen normalen Trank und dann ergeben gewöhnlicher Trank plus Zucker, Schnelligkeit, Magma-Creme, Feuerresistenz. Goldene Melone ist ein Heiltrank, da brauchen wir noch ein paar Goldnuggets für. Und Glow Dust ist Schnelligkeit plus 2, wenn man diesen Schnelligkeitstrank hier schon erstellt hat. Und da hinten haben wir noch Flasche dreimal Glas wie Eimer an Ort. Den habe ich auch mal zur Not dahingeschrieben, da ich sowas dann doch immer ganz gerne verpeile. So, das ist die erste Änderung. Es gibt aber noch was. Ich habe nämlich eine neue Mod auf Minecraft drauf wie... Wortsalat! bei Minecraft draufgehauen. Und die werden wir uns jetzt mal kurz reinziehen. Die Mod kennt ihr bestimmt, ist eine kleine hilfreiche Mod. Einige von euch werden wahrscheinlich sagen, boah, Alter, hör doch auf. Aber wir brauchen so viel Holz jetzt, da habe ich mir einfach gedacht, papp, wir hauen uns mal den Timber-Mod drauf. Der ein oder andere wird davon vielleicht nicht so begeistert sein, der andere sagt vielleicht, yay, endlich finde ich super von dir, dass du das gemacht hast. Ich finde diese Modifikation ganz praktisch, weil eben es doch ein bisschen realistischer ist, wenn man unten einen Baum weghaut, dass er dann auch oben auseinanderfällt. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist schon so, ne? So, dann machen wir das gerade mal hier. Pumpski. Und dann seht ihr schon mal, wie viel schnell Holz wir dann auf einmal zusammen haben. So, hier pflanzen wir natürlich wieder neues Holz, ist ja ganz klar. Das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Wir wollen ja hier so einen kleinen Wald außenrum bauen. Und deshalb werden wir hier natürlich wieder Bäume pflanzen, ist doch logisch. So, den großen Mutantenbaum, den möchte ich da aber eigentlich ganz gerne stehen lassen. Der sieht ganz nice aus. Er passt sich perfekt der Umgebung an. So, dann bla 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 bla. Und hier nehmen wir natürlich die Seeds mit. Saplings sind ja keine Seeds. Darf ich sie siezen? Wollen wir den Baum mal wegreißen? Komm, das muss doch ein richtiger Orgasmus sein. Pam! Hohoho, geil. Ich finde das super. Gut, bei so einem großen Baum ist es natürlich ein bisschen übertrieben. Aber, mein Gott. Wie gesagt, das ist zur Erleichterung. Und da wir jetzt viel Holz brauchen werden, ist der Mod, glaube ich, schon ganz nice. Ich hätte den vielleicht schon bei dem Haus da hinten installieren sollen. Wäre vielleicht ganz praktisch gewesen, aber naja. Passt schon. So, jetzt haben wir, wie viel Holz haben wir denn? 29, 64. Ja, da geht noch ein bisschen was. Sammeln wir natürlich noch ein bisschen was ein hier, damit wir wieder pflanzen können. Da ist ein Apfel. Cool. So, haben wir denn die Saplings? Hier sind sie. Wir können nämlich gleich wieder neue pflanzen. Dann haben wir hier keinen Verlust sozusagen. So. Ich glaube, der wächst nicht, ne? Ich glaube, der muss hier hin. So. Und hier noch einer. Und dort auch noch einer. Oh, was läuft das Cannon in die? Ach, das ist ein schönes Liedchen. Da. Das ist ein schönes Liedchen, das gefällt mir. Das könnte ich den ganzen Tag hören. So, und hier auch noch ein bisschen. Und da vorne haben wir auch noch weggeholzt, glaube ich. Wo war's? Da haben wir schon... Da haben wir noch geholzt.
So, und hier oben soll ja dann irgendwann vielleicht mal unser Fältchen hin. Muss man halt mal schauen, inwiefern das hier oben hinpasst. Weiß ich noch nicht. Muss man dann mal schauen. Ich hau da noch einen hin, so, und hier vielleicht auch noch einen. Muss man dann halt mal gucken, ob das so hier hinpasst. Weiß ich nicht. Wird sich sicherlich zeigen. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Ui, ein Apfel. Da oben klebt, glaube ich, auch noch ein Apfel im Baum, ne? Und noch viel Holz. Und ach, wunderbar. Da oben klebt auch noch ein bisschen Holz, aber das kriegen wir jetzt nicht. Ist egal. Ja, hier haben wir noch weggehauen. Und dort. Und dort. So. Wunderbarski, haben wir das schon mal hingekriegt. Das ist doch super. Jetzt können wir gerade mal wieder zurückgehen in die Hut. In die Hut. In die Hut. So. Ich weiß, ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwann mal was spawnt. Habe ich eigentlich die Helligkeit wieder zu hoch? Ja, ich habe die Helligkeit wieder zu hoch. Hallo. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier haben wir noch ein Bienenauge. Das tun wir mal hier mit rein. Ich wollte, genau. Ich wollte. So war das, glaube ich. Aber erstmal brauchen wir Holz. Hölzer. So. So. Nee, das ist falsch. Das ist schon mal falsch. Das weiß ich jetzt schon. So. So, so. Und dann so und... Ja, das wollte ich haben. Genau, Pistons. Pistons. Wir werden nämlich jetzt das erste Mal was mit Pistons bauen. Ja, das werden wir tun. Das werden wir tun. Also eben auch mit Redstone etwas. Haben wir ja bisher noch nie gemacht in diesem Let's Play. Das wird sich aber jetzt mal ändern. Und wir brauchen sogar Sticky Pistons. So. Ist doch wonderful. So, haben wir denn hier irgendwo noch Cleanstone rumfliegen? 16 Stück. Ist nicht allzu viel. Aber immerhin etwas. Wie kommt man denn... Ach so, geht das. Okay. So, das haben wir. Gerade ein bisschen Platz schaffen. Halt, die Schaufel kann man vielleicht mal hier lassen gerade. Was haben wir denn noch? Moment, wir brauchen die Pistons. Wir brauchen Redstone. Wir brauchen Druckplatten. Das haben wir ja alles hier. Ich glaube, das war es sogar fast schon. Ich möchte aber nochmal... Nee. Das mache ich aus was anderem. Ich habe eine Idee. Gerade mal ein bisschen Eisen. Wir haben ja genug davon. So ist es ja nicht. War das so? Nee, es war so. Genau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Verdammt. 4. Lalalala. So. 4 Eisenblöcke. Das können wir wieder hier reintun. Halt, das kommt da drüben hin. So, dann kann man das hier gerade mal ein bisschen aufstocken, damit das dann immer da einsortiert wird. Das hatte ich ja da drüben schon mal gemacht gehabt. Habe ich mir auch in der Konsolenversion so ein bisschen angeeignet. Ist vielleicht eine ganz gute Variante, das so zu tun. Vielleicht aber auch nicht. Könnt ihr selbst entscheiden. Ach, wird das schön puffrotig hier drinne. Das wird richtig erotisch hier drinne. Ist eine hübsche Atmosphäre. Eine wunderschöne. Ich habe Eisen verloren. Es tut mir leid, liebes Eisen. So, dann tun wir mal gerade noch schnell die Dinger hier wieder rein. So, und dann brauchen wir, was brauchen wir denn noch? Das Holz. Ja, haben wir überhaupt eine Holzkiste? Ich glaube ja nicht. Aber wenn wir keine haben, dann schaffen wir uns einfach ein bisschen Platz. Mein Gott. Lager ist übrigens auch in Planung. Ich weiß auch schon, wie ich das einigermaßen dann hinbekomme. Wie wir das am gescheitesten machen. Jetzt gehe ich aber erstmal schnell pennen, dass die Monster fernbleiben. So, ich mache mal ein bisschen Überlänge heute, ne? Ist ja kein Problem. Jetzt sind wir hier wieder ein bisschen am Bauen, da kann man ein bisschen länger machen. So. Ich dachte, da hinten wäre was. Nee, ist nichts. Gut. Moin. So, jetzt lass mich nochmal kurz schauen. Wir haben hier Holz gehabt. Das war hier. Das kommt hier unten hin. Den Bogen tue ich mal gerade hier rüber. Ach ja, genau. Ich wollte aus diesen... 1, 2, 3, 1, 2... Ach, das sind schon 4 Stück. Ach, weißt du, komm, machen wir gleich noch ein paar mehr. Werden wir eh noch benötigen. Auf jeden Fall. Da könnt ihr einen Feuchten drauf lassen. So, hole ich mal gerade die Kohle hier raus und pack die Kohle da hin. Haben wir hier noch Kohle drinnen? Nein, und hier drüben haben wir noch 4 Kohle drinnen. Naja, das ist auch nicht die Welt. Nehmen wir uns gerade mal 2 64er Stecks Köbelstein. So. Und ein bisschen Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sah gerade echt lustig aus, dieses... Das tut auch, das sieht die richtig ausschweifen. Das findet er nicht so lustig.
So. Dann haben wir das mal soweit. Ist da draußen irgendjemand? Irgendwas? Ich würde sagen, ich trinke jetzt mal gerade noch ein Schlückchen. Mach mal das nächste Lied an, so ganz wie im Radio. So. Man muss ja viel trinken bei dem warmen Wetter, ne? Ich hoffe, das wisst ihr. So. Jetzt schauen wir mal gerade. Huch, da oben ist jetzt voll leer alles, weil die Bäume weg sind. Ja, ich dachte, da oben wäre jemand. Dabei, da ist niemand. Sonst mache ich die Monster aus. Ist mir auch egal dann. Hier unten ist doch bestimmt wieder... Ach, hier ist doch ganz schön dunkel, sehe ich gerade. Aber das sind natürlich jetzt auch die Fackeln. Wenn es hier natürlich dunkler ist, und dann ist es hier natürlich auch dunkler. Naja. So, jetzt hauen wir erstmal das Gras hier aus den Ankern. Das haben wir damals noch gesehen. Da waren wir noch richtig geil drauf. So, da waren wir richtig coole Typen. So, und zu fröhlicher Lufthansa-Musik. Wie geht's eigentlich dem guten Sir John? Ach, dem geht's super. So, zur Lufthansa-Musik. Klabustern wir jetzt hier Folgendes hin. Ich habe mir gedacht, hier muss endlich mal was passieren. Diese komische Erdhülle da, die sieht irgendwie ein bisschen... Naja... nicht ganz so zeitgemäß aus. Und da muss was passieren. Halt, das Schwert würde ich ganz gerne hier lassen. Ich lasse die Druckplatten erstmal außen vor. Ich habe übrigens auch zu wenig gemacht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ma. So. Schauen wir mal gerade. Das ist so richtig. Ja, das passt. Sehr schön. Und jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. War hier schon? Nee, hier war noch nicht. Hier war... Genau, da war hier hinter einer frei, glaube ich, und da war dann die Redstone-Fackel. Ich muss mich da jetzt wirklich konzentrieren. Redstone-Fackel ist übrigens ein gutes Stichwort. So. Ich glaube, 4 Stück brauchen wir. Sonst machen wir uns halt noch ein paar, ist ja auch nicht die Welt. Ja, genau so war es, richtig. Sehr schön, jetzt haben wir aber keine Erde mehr. Ma, das gibt's doch nicht. Ach, weißt du? Ich mache einfach mal jetzt was ich normalerweise nicht gerne mache. Nee, was mache ich denn jetzt? Erde, verdammt. Da läuft schon wieder Cannon. Was ist das denn? Kommt jetzt zweimal die gleiche Musik? Na, ich lasse es mal laufen. Ist doch schön. So eine schöne Musik. Ist doch eine schöne Musi. So, hier kommt weg. Und hier kommt weg. Pisten, pisten. Verpisten dich. So. Stimmt das jetzt? Ich hoffe es. Nein. Hierhin. Und hierhin. Ja, ich glaube, das stimmt. Und wenn ich die jetzt wegmache, zieht das zurück. Richtig, so muss es sein. Wir hätten gar nicht 4 Fackeln gebraucht, fällt mir auch gerade wieder ein. Ist das jetzt hier auch... Ja, so ist es, okay. Bin ich so unsicher? Ich verstehe das gar nicht. Es stimmt doch, Dobi, es stimmt doch. Alles gleichen, haben wir das? Hammerlad vom Hammerlad. So, jetzt müssen wir schauen. Das wird jetzt eine bisschen größere Aktion. Wir werden den Berg hier auf jeden Fall noch ein bisschen verlängern müssen. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt schon mal, wo in der nächsten Folge dann die Reise hingeht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann, wenn es das nächste Mal heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein.